ein herzliches Willkommen an alle Sportsfreunde und Paderborn-Fans auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ja, und es ist die Spielanalyse des Spiels SC Paderborn 07 auswärts in der MDCC Arena in Magdeburg. Also Magdeburg gegen Paderborn auf dem Papier, wir auswärts und mit einem Endstand von 0:0. Wir haben also keine Tore gesehen. Ich war selber vor Ort und ja, wie ich das Spiel als aber auch die Situation jetzt sehe im Aufstiegskampf, das hört ihr dann gleich. Vorab aber erstmal, wie ihr es von mir gewohnt seid, die taktische Herangehensweise. Da hat sich nichts großartig geändert. Wir sind mit einem 3-4-1-2 aufgelaufen. Heißt zwei Stürmer und hinten die altbekannte und auch bewährte Dreierkette, ja, aber es gab, ja, personell ein bisschen Rotation, weil jeder, der es mit dem SC Paderborn hält, weiß natürlich auch, dass wir momentan, ja, ein paar Verletzte leider zu beklagen haben, zudem eine Rotsünde und Gelbsperren uns, ja, selber zugefügt haben, daher mussten wir, wie gesagt, etwas gebeutelt nach Magdeburg fahren und dort dann, ja, auch bestehen. Wir haben bestanden, wie gesagt, aber keine Tore. Ich war selber vor Ort, 0:0 am Ende. Und jetzt starten wir dann gleich mal rein, was denn da unten in der MDCC Arena auf den grünen Fußballrasen so passiert ist. Und da muss ich tatsächlich sagen, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel von Anfang an direkt mal. Ja, beide Vereine haben ja eine ähnliche Spielweise. Heißt, die Magdeburger als aber auch wir Paderborner sind darauf aus, einen gepflegten Ball zu spielen. Heißt, es gab kaum lange Bälle. Es wird immer wieder vernünftig mit Situationen hinten aufgebaut. Auch unter Druck werden keinerlei lange Bälle geschlagen, sondern auch unter Druck wird das Ganze fußballerisch gelöst. Und beide Vereine sind auch darauf aus, Ballbesitz und Spielkontrolle zu haben. Und dementsprechend sah das dann natürlich auch aus. Ja, wir waren etwas gebeutelt. Die Magdeburger hatten auch die ein oder andere Stammkraft zum Verzichten und trotzdem war es, wie gesagt, ein sehr ansehnliches Fußballspiel, wo man tatsächlich aber auch sagen muss, dass wir im ersten Durchgang durchaus die leicht besseren Gelegenheiten hatten, allerdings durch die Ausfälle unserer Knipser dann das nicht ganz in Tore ummünzen konnten. Zudem war jetzt endlich mal wieder Felix Platte am Start, der ja, wieder spielen konnte und das auch getan hat, ja. Allerdings natürlich nach seiner Pause dann erstmal wieder reinfinden muss zu seiner Form. Ich finde, er hat das ganz gut gemacht. Aber es ist natürlich klar, wenn du so lange raus bist, dass dann nicht alles so funktioniert wie vor seiner Verletzung, wo er den einen oder anderen dann mehr versenkt hat. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, wir waren die Mannschaft mit den gefährlicheren Toraktionen, konnten das allerdings nicht nutzen. Und es gab dann hin und wieder immer mal wieder Gelegenheiten auf beiden Seiten, also für uns als auch für Magdeburg. Nichts Großartiges, Zwingendes oder ja, was man wirklich erwähnen muss. Es gab eine sehr, sehr, sehr gute Situation von Julian Justwan, den allerdings der Magdeburger Keeper ja, rausfischen konnte. Dann gab es auch den einen oder anderen Abschluss unsererseits dann. Auch wiederum von Platte, der es per Kopf versucht hatte. Oder auch eben vorne Dennis Srebeni, der mal wieder von Anfang an starten durfte, hatte seine Gelegenheiten. Aber ja, das hat vorne nicht einfach gefluppt gegen diese auch ziemlich gut organisierte Magdeburger Mannschaft. Ja, Chapeau an dieser Stelle. Wie gesagt, die haben da ordentlich mitgespielt. Ist ja, wie gesagt, die Spielweise her ist, ja, gleich kann man schon fast sagen, nur dass wir personell eigentlich ein bisschen besser aufgestellt sind. Aber das war an diesem Spieltag eben nicht so, weil wir ja mehr oder weniger auf die zweite Gage zurückgreifen mussten. So gab es wieder ein ziemlich ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, die Magdeburger sind auch zweimal durchgedrungen. Eins Yannick Huth, das ist zu erwähnen. Dann
parieren musste im ersten Durchgang, ja, hatten da durchaus die ein oder andere Kontersituation, wo sie hinter die letzte Kette gekommen sind und dann eben einen Abschluss gehabt haben. Unter anderem Amara Kondé, der immer wieder auffällig ist und war, und Barış Artık. Ja, Barış Artık, was der da vorne gerissen hat bei Magdeburg, der hat so viel an Schwung, an Power reingebracht aus dem offensiven Mittelfeld, da merkt man wirklich, den Kleinen musst du definitiv im Griff haben, sonst kannst du dir gegen Magdeburg dann auch mal den einen oder anderen fangen. Der ist nicht der Größte, aber er ist sehr wirbelig, sehr wuselig und sehr klein und damit auch, wie gesagt, sehr, sehr torgefährlich, wenn du ihn eben nicht in den Griff bekommst. Ja, hin und her, wieder hin und her wurde gespielt und es waren wieder bis auf unsere Chancen, als aber auch auf der Magdeburger Seite ihre Chancen, sonst nichts Großartiges. Es war ein ansehnliches Fußballspiel, der Ballbesitz war auf beiden Seiten, ja, ich würde schon fast sagen 50-50 auf der einen Seite, aber für Magdeburg ein bisschen weniger als für uns, das heißt, wir haben so 3, 4, 5% Ballbesitz mehr gehabt als Magdeburg. Und im zweiten Durchgang hat sich das dann etwas gedreht und tatsächlich können wir dann auch direkt mal in den zweiten Durchgang springen. Ja, dort nämlich kam der erste FC Magdeburg ein bisschen besser aus der Kabine, hat die ersten 20 Minuten gedrückt und definitiv für sich gewonnen. Das heißt, wir mussten da eine leichte Druckphase überstehen. Auch da ist man nochmal hinten durchgedrungen, hat es geschafft, aus der Kette uns ein bisschen rauszulocken und dann hinten eben den einen oder anderen Steckpass zu spielen. Auf Lukas Schuller müsste es gewesen sein, der da vorne die ein oder andere Gelegenheit hatte. Aber Yannick Huth, wie gesagt, ist kein schlechter Keeper, aber schon unter Beweis gestellt, mehrmals in dieser Saison, und hat dann sein Nötiges dazu beigetragen, dass der FCM am Ende kein Tor erzielen konnte. Genauso wie auf der Gegenseite leider aber auch der Keeper der Magdeburger, nämlich im zweiten Durchgang nach diesen ersten 20 Minuten, habe ich uns dann im Endeffekt fast nur noch am Drücker gesehen. Ja, die letzte halbe Stunde, 35 Minuten ungefähr, oder 25 Minuten, gehörten dann komplett unsererseits. Da hat Magdeburg nicht mehr viel getan. Wir haben natürlich auch den Druck erhöht, haben aus der Defensive Leute rausgenommen, haben nochmal frische Kraft für die Offensive gebracht. Das hat man dann auch tatsächlich auf den Rasen gesehen. Wir haben Magdeburg eingeschnürt, haben es aber am Ende leider nicht geschafft, das Tor zu erzielen. Man war nah dran mit einem Kopfball von Dennis Rebini, der leider knapp am Pfosten vorbeiging. Ähnliche Situation von der anderen Seite, wo dann Felix Platte leider knapp am Pfosten vorbei schießt. Und da war auch noch ein Kopfball dabei gewesen in den letzten Minuten, den der Magdeburger Torwart dann leider aber auch fischte. Und in dem Sinne, blieb es dann am Ende bei einem 0:0. Endresultat, Fazit zum Spiel. Ja, aufgrund, dass die Konkurrenz aus Darmstadt am Wochenende verloren hat, damit 0 Punkte geholt hat, genauso wie der Hamburger SV gegen Karlsruhe etwas liegen gelassen hat, ist es natürlich etwas ärgerlich, dass wir dann aus Magdeburg nur mit einem Punkt rausgehen und das nicht wirklich für uns großartig nutzen konnten. Heißt, es hätten auch durchaus 3 Punkte sein können, die du rangerückt wärst an die Konkurrenz. Letztendlich nur Heidenheim hat auch einfach gepunktet, heißt ein Unentschieden geholt. Ja, die haben allerdings jetzt auch ein schweres Programm. Wenn man sich mal so das Restprogramm der Konkurrenten anguckt, heißt Heidenheim hat das Schwierigste jetzt in den nächsten 5 Spieltagen. Ja, trifft man, ich glaube, 4-mal auf einen richtig guten Gegner. Ja, dann Hamburg hat auch gerade keinen einfachen Weg vor sich und vor allen Dingen zählt ja beim Hamburger SV so in den letzten Jahren immer Rosen sind rot. Ja, und auch andere Pflanzen haben so ihre Farben und Formen, nur der HSV im Frühling, der verkackt es dann immer mal wieder, gerne, ja, da gibt es auch so einen schönen Spruch, ja, kommt der Frühling, verkackt es der HSV,
Und in dem Sinne, die spielen da oben alle nicht so sonderlich guten Fußball. Ich sehe da schon noch Chancen, im Aufstiegskampf weiterhin mitmischen zu können, da wir jetzt ein relativ einfaches Programm haben. Aber das sind dann halt auch Pflichtaufgaben, die du jetzt wirklich erfüllen musst, ja, um dann wirklich das auch ausnutzen zu können. Darauf kommt es an, dass sowas in Magdeburg dann in der Zukunft in Notfall 1:0 für dich ausfällt und dann du dann eben ranrutscht an den Konkurrenten, ja, wo wir ja auch noch spielen, allerdings erst in der Endphase, wo du, wie gesagt, noch alles aufhaben kannst. In dem Sinne, ja, das quasi zu unserer Situation. Ich glaube noch daran, wir sind weiterhin im Aufstiegskampf dabei. Wie gesagt, die Konkurrenten da oben haben gepatzt, die Konkurrenten da oben haben ein schwierigeres Programm jetzt in den nächsten 5 Spielen als wir, ja, und wenn du deine Pflichtaufgaben machst, dann kannst du da durchaus noch oben ranrutschen. Außerdem möchte ich wirklich nochmal Chapeau an den 1. FC Magdeburg sagen, ja, was ihr da für Stimmung abreißt. Ein Stadion von 22.000, 23.000, immer Auslastung so 21, ungefähr 21.000, ja, heißt auch gegen uns war wieder reichlich Stimmung in der Bude. Es ist nicht einfach in Magdeburg zu bestehen, das ist wirklich ein Hexenkessel, also die Fans sind da wirklich sehr geil und auch sehr sympathisch. Im Zug auf dem Rückweg habe ich mich auch noch mit den ein oder anderen Magdeburg-Fan unterhalten, sind wirklich ein sehr, sehr sympathischer, cooler Verein, ja, und dementsprechend euch nur das Beste für den Klassenerhalt, ja. Ich bin mir sicher, mit der Spielweise schafft ihr das auf jeden Fall, in der Liga zu bleiben. Ja, außerdem möchte ich nochmal gesagt haben, dass wir in diesem Spiel unseren Youngster, den wir in den Winter nochmal verpflichtet haben, Nicolas Natsch, hat ein ziemlich geiles Spiel gemacht. Der hat mir gegen Pauli schon sehr gefallen. Das muss man überlegen. Der kommt aus der Regionalliga. Der hatte nicht lange Zeit, um sich einzugewöhnen. War, glaube ich, tatsächlich erstmal eingeplant, um der zweiten Mannschaft beim Aufstieg in die Regionalliga zu helfen. Kommt da rein und wirbelt wirklich fantastisch geil darum. Ja, also da haben wir auf jeden Fall jemand, der da weiterhin vorne zur Not immer mal spielen kann und dann auch wirklich wirbelt. Der Junge ist noch sehr jung, ja, mit seinen 21 Jahren. Der hat richtig Bock, das hat man gemerkt. Der war hochmotiviert, da aufzulaufen. Sein Startelfdebüt hat er richtig gut gemacht, wie er gegen Magdeburg, als aber auch schon zuvor gegen St. Pauli. Weiter so Natsch, das ist wirklich spitze. Ich denke mal, dann werden unsere Wege auch noch sehr, sehr, sehr lange gemeinsam gehen und wir werden sehr, sehr viel Spaß für dich, für uns und für dich haben. Ja, dementsprechend weiter so. Gib Vollgas. So, und ich glaube, das wäre es dann tatsächlich auch schon gewesen von diesem Video. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und das Allerwichtigste zum Schluss, bei dieser kalten Jahreszeit ist es ja immer noch kalt tatsächlich draußen. Ja, und bald steht uns auch der April vor der Brust, der nicht nur sportlich wichtig ist, sondern eben auch sehr wechselhaft ist. Hoffentlich sind unsere Leistungen im April nicht so wechselhaft wie das Wetter, denn April, der macht, was er will. Und insofern, ja, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und bis dahin würde ich dann sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Pader.